Dann geht's heute mal endlich wieder ein bisschen weiter mit Minecraft nach ewig langer und 3 Tage Pause und was auch immer. Ach, Endlich haben da wir geht es man mal dann wieder zur geschafft, einen Kante, ne? gemeinsamen Termin zu finden. Wir haben nichts zu essen dabei. Ja, dann weißt du, was du jetzt als nächstes tun musst. Wir Ich brauchen hoffe, Essen. deine Tonaufnahmen funktionieren wenigstens, wenn du deinen Fernseher schon mit anhast. Hä? Hauptsache, deine Tonaufnahmen funktionieren, auch wenn du schon Fernseher WLAN hast. Müsste eigentlich über die Party gehen. Ich meine, die Ingame Sounds auch, Ja, es aber geht. sollte Ja, ich habe funktionieren. das Hast du Mikro? mich jetzt erschrocken, Alter? Na, weil ich bin gerade am Kämpfen, da steht auf einmal was in Rüstung hinter mir, weil die Zombies haben ja manchmal auch welche an. Ja, das funktioniert, weil ich habe zum Beispiel Until Dawn mit dem Mikro aufgenommen und nicht über das Okay. Headset. Gut. Weil die Party, das Party-Audio nimmt er ja trotzdem auf. Vielleicht haben wir auch jemanden ausgepflanzt. Hä? Irgendjemand einen Baum nehmen, haben uns gepflanzt direkt an der Wand. Mal ein bisschen lauter machen, weil wenig ist schwierig zu verstehen im Fernseher. Ja, wir kommen rein und es wird gerade dunkel, ne? Irgendwie passend. Ja, wenn du kommst, sieht's düster aus. eben. Kavabums, da ist was. Echt so? Ja, bei uns ist das ein bisschen was anders. Wenn wir gemeinsam sind, wird geknallt. Was? Ja, so klang es auch gerade aus, auch die Reaktion von deiner Freundin. Ja? So klang auch die Reaktion gerade von deiner Freundin. Die hört sich auch so an, ja. Nein, was war das jetzt gerade? Ein Creeper, ne? Nein, wir haben uns umgedreht, hinter uns stand ein Creeper. Guckt mir irgendwie sehr bekannt vor von letztens. Ich bin nicht gewohnt, dass normalerweise hinter mir was anderes steht. Und du warst jetzt nicht gemeint. Das ist bei deiner Freundin so ähnlich abends. Sie sagt auch, da kommt ein Creeper. Nein, nein, da kommt was creepy ist, ja. Ich meine, hier gibt's doch die fetten Schleimmonster. Na, Nee, die haben sich doch hier links eingebaut. nein, wir reden nicht über eure Intimbereiche. Gehen wir von hier auf andere. Ich wollte nicht ins Bett gehen. Warum gehen die nicht ins Bett? Ich wollte mich noch nicht im Bett. Ja, siehst du, Schatz, keiner will mit dir ins Bett. Ah, scheiße, Ich bin im nicht. Bett. Ich warte nur drauf, dass. Ah! Oh. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ups, Video geclaimed. Was knurrt die ganze Zeit noch so Brenn, cool? Baby, brenn. Genau, brenn, Baby, brenn. Schildentür, Glitzer, Glas, aha. Die Karotte, Nee, 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 nee. Nicht Glitzer, mit mir. Zucker, Eier, Weizen. Was wollten wir meine eigentlich guten so alten machen? Wir Eimer, wollten die eine Hütte Kohle. bauen. War nicht noch Liebeshöhle dran stehen in der Hütte? Oder Nee, war das das ist die die? andere. Das war die andere. Ich habe so viel Liebeshöhle. Soll ich rote Wolle machen für den Puff? Ich wäre nur ein reinzuziehen. Guten Morgen. Komm. Weg ist er. Einen Erfahrungspunkt will ich gerne noch mitnehmen. Ich brauche noch einen Namen. Alter! Was denn? Na, ich gucke hier gerade unten ins Wasser, da laufen vier und fünf, wieder fünf von diesen Wasserzombies rum, Alter, das sieht aus. Unten auf dem Wasserboden da, oh. Ja, ich habe immer mal wieder, ja. So, wo war ich eigentlich das letzte Mal hier? Moin. Ich glaube, wir waren bei Ja, den das ist die Bäumen. große Frage, wenn man nach knapp 1,5 Monaten, 2 Monaten dann irgendwie nicht mehr weiß, wo man das letzte Mal eigentlich dran war. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. Ja, ist wie in einer Beziehung, ja, Kev? Haha. Kennst du, ne? Ding doch irgendwo hier drin, ne? Stein. Ist das, was ich brauche.
weiß bloß nicht mehr, warum ich eigentlich überhaupt hier hintergerannt bin. Ich habe auch keine Ahnung. Weil du ihn ärgern wolltest. Weil ich glaube, ich habe bei dir so, bei so vielen Dingen keine Ahnung. Nee, ich weiß doch, ich habe irgendwas gesucht, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, aber hier unten ist Zucker. Hühnchen! Bitte, bitte. Hab ich mir noch ein Brötchen gefunden? Ah, mein Controller. Was ist damit? Der ist nun mal wie er ist. Was denn? Scheiße. Ah, Krankenwagen. Sprich dich aus, hör auf zu lästern. Da ist was kaputt gegangen. Ja. Wenn es dein Haus ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Oh, nee, ich bin bei Markus. Ja, Kevins Haus kann abreißen. Wieso, was ist da kaputt gegangen? Die Liebe. Nur damit wir auch schon mal ein bisschen was angekündigt, es wird jetzt wieder öfters ein bisschen Minecraft kommen, aber nächste Woche, wenn wir eine kleine Ausnahme machen, dann geht es mal wieder nach Los Santos, nur so nebenbei. Aber es wird jetzt wieder öfters ein bisschen was mit uns zusammenkommen. Genau, wir werden wieder öfter zusammenkommen, was? Ich habe eigentlich nur genau drauf gewartet. Du gibst aber immer die Vorlagen dafür. Ich verwandle die aber auch manchmal. Ich kann nicht nur manchmal Vorlagen geben, ich kann es auch verwandeln. Manchmal verwandelt sie sich, manchmal. Jetzt haben wir auch nicht mehr das Problem mit dem Rauschen und alles drum und dran von dem Headset. Wir werden es aber auch bald mal irgendwann neu zulegen. Aber jetzt mit dem Mikro geht's ja. Ich sag mal so, mit dem Mikrofon ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bräuchtest halt nur noch ein Headset, wo du nur das dann hörst, also deinen Spielsound und alles über die Ohren hast. Spielsound haben wir so gut wie aus, das ist egal. Da haben wir keine Musik und so der dran. Ist aber auch bei Minecraft nicht ganz so wichtig. Der sagen, ja, aber dann hört man auch das Doppelte manchmal. Da kannst du auch lauter stellen, dann verstehst du uns besser. Das meine ich damit. Weißt du, ja, dann das halt ist noch ein normales Headset. Ein relativ einfaches Mikro, das ist jetzt nicht irgendwie Hightech, irgendwas und so. Nein, das meine ich nicht. Du bräuchtest halt einfach nur noch ein normales, nur Ohr-Headset, wo du halt dann praktisch deinen Fernsehsound auf deinen Ohren hast, dann ja gut, du kannst wäre alles gut, dann kannst du ja trotzdem das, ja, das Mikrofon benutzen. Aber so machen es ja viele auf Twitch, die haben ja einfach nur normale Ohrhörer auf und haben das Mikrofon an ihrem Arm vorne dran. Hm. Ist ja eigentlich schon fast Standard heutzutage. Ist das wichtiger, ja. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein neues Headset noch kaufen. Muss ja nicht das ultra teure 200, 300 Euro Headset sein. Das so tut's ja, 30, 40 Euro tut's ja. Solange du es nicht mitten im Spiel abbrauchst, wenn du gerade das brauchst. Deswegen, das ist auch ein paar Jahre schon alt.
noch so eine kleine Couch hier eigentlich. Wo willst du die hinstellen? Ja, das ist es halt. Ja, aus Zocken. Ja, dann flieg deinen Sitz raus. Kein Problem. Jetzt bleib hier. Tja, Kev, wer was will, muss auch was opfern. Eben. Ich hab genug Opfer schon. Ah, ich hab Hunger, das ist es, okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich Schaden nehme, aber ich habe einfach nur Hunger. Hunger? Wenn du Schaden nimmst, hast du, glaube ich, nicht mal mehr Hunger. Habt ihr eigentlich über uns alle DBD? Also Dead by Daylight? Nur so nebenbei? Nein. Ja, das könntest du auch zu wunderbar zu viert spielen. Auch zusammen. Du verlierst doch eh. Egal. Also nur ein Vorschlag für, falls vier oder also mal mehrere Spiele durchswitchen. Na gut, zu viert kannst du ja mit dem einen, ich finde, kannst du noch jemanden dazu holen. Müssen wir mal wirklich mal eine zweite Playstation kaufen. Wir können doch nicht zocken. Ja. Ach, auch, ja. So, schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Was denn? Zurückrennen. Keine Ahnung. Nee, schaffe ich nicht. Du bist so komisch schnell bist. Ja, nimm die Beine in die Hand, hä? Da war ich nicht kalt, nicht dran. Hm? Ja, wenn ich tot bin, bin ich tot. Mann, sind die Sounds immer laut. Immer dieses Räubsgeräusch, wenn man was isst. Ne? Wird ja schon wieder dunkel. Frische Eier. Bitte geh nicht ins Detail, Enrico, bitte. Fünf Stück. Sechs. Bitte nicht. Jetzt klatsch ich ja. An die Wand. Oh, ein Huhn. Wir wollen nicht wissen, wo du frische Eier suchst. Bei dir. Ah, sind leider schlecht. Dann waren's Kevs. Wie bei uns im Markt. Durfte ich Eier sortieren und die schlechten raussuchen und da war eins voller Maten. Ich hab erstmal gekocht. Kannst du schon mal drauf einstellen, dass wir gleich tot sind? Ich hab mich mal verlaufen. Ich hab mich verlaufen und ich kenne den Weg nicht. Ich kenne mich überall aus. Ich bin super gut und. Tot. Ich hab mich verlaufen, ja. Ja, ich habe eigentlich überall Fackeln hingesetzt, aber ich sind keine Fackeln mehr. Hm. Und die anderen haben wir schon wieder abgebaut. Nein, nicht schon wieder! Hau ab! Ich kauf nichts. Lass mich raten, Kev, deine Freundin ist gerade nicht in der Nähe vom Bett, also brauche ich mich gar nicht erst hinlegen. Was ist denn hier? Doch, ich renn schon, ich renn schon, ich renn schon. Wir sind eigentlich gerade unterwegs zurück. Wenn sie da sind, ist grüß. Wenn mich jetzt was antrifft, bin ich tot. Sterbi. Ja, nicht Sterbi. Ich sterb die Zeit schon. Erstmal Coronavirus übertragen. Heute nicht.
Küche. Ja, das ist die andere, die ich gerade gemacht habe. Ist egal. Ja, ihr könnt Richtung Bett gehen, wir sind da. Also zumindest nicht bei euch, aber im Bett. Ich bin schon im Bett, glaube ich. Sicher Bett. Energy. Nee, du hast den Kopf auf dem Boden. Den hab ich jetzt. Guck mal, da bist du. Ja, alter Esel. Haha. Die kann man eben auch schon gesehen, also ich muss mich mal finden. Ich muss schon mal an dich denken. Für alle, die gerade meinen Stream gucken und das sich anhören, das ist wahre Liebe. Das ist echt Liebe. Hashtag offiziell verstört. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, verdammt. Ich würde sagen, jetzt auf dem Berg. Ach, sag an. Du wolltest eine Antwort. Du meinst nicht, sie ist über den Berg? Jetzt ist sie über den Berg, ja. Also, ja. Ach, dann einfach mal hier lang, weil es so nicht sagen kann. Guck mal, Schatz, das war nicht, kann ich denn fast zu dir, das ist schwarz. Stirb! Nein! Schwarz wie die Seele. Für ein Geräusch gerade neben mir. Jürgen-Inner, sind die jetzt oder Jürgen-Inner Meerschweinchen kühlen? Ja, das ist beim Baby schaffen. Die Wellensittiche. Happy? Wir können die Katze vorbeischicken, dann machen wir es. Hier, die Teller 29. Nee, ha. Oh. Jetzt muss hier Bestandteil des Plans. Die kotzenden Seeungeheuer sind hier wieder. Markus, dann nimm die Hand aus der Hose. Ich habe aber eigentlich schon sehr verzögert. Irgendjemand von euch war doch bestimmt in der Höhle, oder? Hä? Wieso? Ich baue Steine. Viele Steine. Ich habe erst vor. Komm mal zu mir. Warte mal, hier war was abgebaut. Was soll denn das werden? Fuck. Warte mal, in welcher Kiste habe ich denn welche? Gefunden. Habe ich denn noch irgendwo? Muss eigentlich noch Steine haben? Guck mal, Schatz, da wächst ein Spiegelei. Hä? Ja, hier. Ja, da wächst ein Spiegelei. Komm hoch. Mal links, da war eine Mist. Ja, wo willst du hin? Ich komm noch hoch. Hau mal eine Treppe, Junge. Ja, ja. Freie Auswahl. Na, nimm einfach ein bisschen Stein mit. Bruchstein. Ich hab ein paar Stacks. 64. Ich buddel eh noch weiter, also ich brauche davon jetzt nicht unbedingt, was in der Kiste ist. Scheiß Sony, Alter. Ja, danke. Bitte, bitte. Daraus baue ich jetzt mein Bordell auf. Spaß. Was machst du denn schon wieder? Ich bin selbst suizidgefährdet. Ich, das sollte ich nicht mit viel sagen. Ich bin gesperrt.
Wie mache ich das? Warte. Fackel. Ich hoffe, ich weg. Ich fackel nicht lang. Ja, überall, wenn du hier irgendwo lang warst. Familienbesuch. Meine Verwandtschaft ist da, deswegen. Orkan. Hat einer mit dir auf die Zeit geachtet, wann wir überhaupt angefangen haben? Ich hab 10 nach, oder? Ja, so ungefähr. Siehst du, ich hab doch gesagt, ich wusste immer, wo wir sind. Du hast auch gut durch die ganze Karte abgesucht. Hab ich nicht. Ich hab Fackeln gesetzt. Dass du irgendwann den richtigen Weg findest, ist klar. Nein. Guck mal, da ist C3PO. Na, sie sucht ja auch dich immer auf gut Glück ab und manchmal findet sie auch was. Ich mir dabei gedacht habe, will ich immer noch nicht. Mobbing am Arbeitsplatz. Guck mal, wir haben einen Zauberbogen. Wir haben einen Zauberbogen. Das da gut. Der eine steht im Baum, der andere krebt auch rum. Ja, keine Ahnung. Steht öfters mal was im Baum. Hauptsache es steht. Volle Früchte wachsen öfters mal auf Bäumen. Ich habe noch keinen Apfel gesehen. Nein. Hä? Ich hab noch keinen Apfel gesehen. Ich habe jetzt alles beschriftet. Wahnsinnig. Welt, Hund, Fang. Nee, Hund ist nicht beschriftet. Hund sitzt aber auf der anderen Seite normalerweise. In der Treppe. Den Hund. Ich schreibe dir gerade auf, dass du die Truhe nicht beschriftet hast. Hab ich auch. Die Truhe. Warum hat man eigentlich 4 Werkbänke? Weil man keine Ahnung hat, was man macht. Hä? Ich hab gefragt, warum du 4 Werkbänke hast. Das kann. Wie er es abbaut. Steh weg damit. Ich hab doch kein Problem mehr. Ja, dann kann ich ja das ganze Ding in die Luft springen, oder? Obwohl, eigentlich brauche ich ja bloß ein Feuerzeug. Sehr eher. Wenn du ungebetene Gäste Hund fährst. Ja, da funktioniert. Wenn ich ihn schlagen, dann tötet er mich. Hä? Das funktioniert. Wenn ich ihn schlage, dann tötet er mich. Hm. Das brauche ich. Gut. So, dankeschön. Tschüss. Die Züge rotzt. Ach Mist. Jetzt habe ich zu wenig mitgenommen. Ist ja abgelenkt. Schwierig, die Leute zu verstehen. Was? Hä? Ja, es ist so gewohnt, euch über den Fernseher zu hören und nicht über das Headset. Ich verstehe manchmal nicht. Na super. Ganz schön dunkel bei dir, ha? Da unten rum. Das nicht, aber ich bin jetzt in dem Ende des Tunnels und da kommt ein Creeper auf mich zu. Ja, kenn ich. Hast du Wasser? Markus, das ist das sogenannte Licht am Ende des Tunnels. Bumm, ist explodiert. Ich hab's gehört. Kenn ich. Nimm die Pfoten da weg. Kaputt, das hört man. Es war nur meine Wasserflasche, die umgefallen ist. Der Rohr! Ich weiß, weil der Geduldsfaden mir gerissen ist. Der ist schon lange gerissen. Also ich weiß nicht, wo du hier unten geschrieben hast, aber... An dir, hinter dir!
Ja, da saß der Hund drunter. Da habe ich drüber geschrieben, Hund. Das ist für die mit Alzheimer, damit die wissen, wo was hin muss. Ja, ja, in dem Alter passt das schon mal, ne? Dann weiß ja Kevs Freundin, wo sie das Schild Liebeshöhle wirklich hinkleben muss. Bitte was? Hä? Wir machen so ein Kühlregal Werbung für mich. Ja. Ja, wieder Milch voll. Ja, damit Kev auch alles richtig findet, weil du gesagt, weil gerade gesagt wurde, im Alzheimer, mit Alzheimer, da ist es schwer manchmal Sachen wiederzufinden. Ja, da brauche ich das nicht beschriften, da gewann sich doch nicht dran erinnern. Das ist nicht witzig tatsächlich mit Alzheimer und Demenz. Das ist. Ich kenne das halt richtig, Leute. Das Leben ist traurig. Ich auch, Kev, aber deswegen muss man nicht deswegen jetzt ständig immer irgendwie einen Hinweis geben. Wir beleidigen keine Leute mit irgendwelchen Sachen. Nein, also das definitiv nicht. Also wir greifen jetzt niemanden persönlich an. Und falls sich irgendwer angegriffen fühlt, dann bitte Entschuldigung. Ist alles ernst gemeint. Spaß. Nein, um Gottes Willen. Genau, wir verstehen auch überhaupt keinen Humor. Nö, negativ. Überhaupt nicht. Was ist das eigentlich, wenn es fertig wird? Wir sind alle wirklich so scheiße. Kunst. Ah ja. Ich weiß ja nicht. So. Schatz, haben wir noch Dynamit? Ne, wir haben kein Dynamit. Schade. Guck mal, die waren alle ins Bett, verstehe ich gar nicht. Ja. Außer aus meinem Haus. Genau. Vielleicht mal Dynamitoren hier. Ja, wir haben gerade von Liebeshöhle gesprochen, da wollen wir natürlich auch alle ins Bett. Ja. Ich bin alleine. Hi. Wo? Bei Kevs Liebeshöhle sind gerade Banditen, ja. War schon was vor? Ja. Heute am Formel 1. Zwei wegen dir mit aus dem Bett raus. Ja. Das passiert öfter. Das ist ja üblich. Das ist ja üblich, dass du wegen ihm aus dem Bett raus bist. Ja, die waren schon fertig. Kannst du nicht filmen. Ha! Screeper! Ja, ich komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Nee. Lock ihm mal das Gesteingebilde da rein. Komm mit! Komm! Nein, Schatz, hör auf! Oh, Scheiße. Stirb durch die Sträucher. Aber du kannst den oben, das komische Berghütte. Nee, ich will den zu Markus locken. Ja, die komische Berghütte da locken. Guck mal, jetzt komm du zu Markus. Markus hätte ich nie. Guck mal, steht Prinzessin Lilifee. Jetzt ist er tot. Und das ist oder was? Ding, ding, ding. War das nicht noch dein Ding hier? Ja, ja, das sollte wie immer weitergebaut werden. Du kannst ja mal. Hä? Ich hab's gerade nicht mitbekommen, oder? Aber ist egal. Nee, ich hab's gerade nicht mitbekommen. Ist egal. Alles gut. Ich hätte gerne eine Wiederholung. Ich wüsste das gerne, was so passiert ist. Alles gut. Vergiss das erklären wir dir, wenn du alt genug bist, ja, Kev. Warte mal gerade kurz, bitte. Ich muss die Folge beenden, weil wir haben schon eine halbe Stunde. Tschüss. Bis später.